So, da wären wir auch schon wieder. Lassen wir die Zeit gleich mal weiterlaufen. Ich habe in der Zwischenzeit nach... Ja, stimmt, wir hatten noch einen Befallenen. Der hat sich gerade einen Crafts-Dwarfs Workshop geschnappt. Okay, also kriegen wir gleich wieder irgendwelche abgefahrenen Kinkerlitzchen. So, genau. Aber in der Zwischenzeit habe ich nach dem Vampir gesucht. Ich bin also die ganze Einheitenliste einmal durchgegangen und habe mit deren Gedanken geguckt. Gesucht habe ich nach Zwergen mit ganz, 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 ganz vielen Kindern oder Gildenzugehörigkeiten oder mit kuriosen Gedanken. Ich habe mir da ein paar Namen raussortiert, die suche ich mal ganz kurz. Also Hauloricosas und Arenos. Rigurtas und Argenos. Ich würde das ganz gerne mal nach Namen sortieren können hier. Nereus? Nein. Rigotos und Arenos. Der Haken war auch, die hatten teilweise noch keine richtigen Namen. Rinalkan. Rigotas. Milka ist er eigentlich. So, V, Enter. So, er hatte nämlich. Ach, er war gar nicht so auffällig. Also, das Ding kann ich eigentlich schon durchstreichen. Aber ich kann euch hier mal ganz kurz zeigen, woran ich geguckt habe. Also einmal habe ich geguckt nach dem hier oben, wie viele Kinder er hat. Da ist er gar nicht auffällig, weil er gar keine Kinder hat. Normalerweise, Vampire leben ja sehr, sehr lange. Deswegen haben sie dann teilweise 50, 60 Kinder. Das hat er hier aber nicht. Es kann jedoch auch ein ganz neuer Vampir sein. Die sind halt am schwersten zu finden. Also das war eine Sache. Eine Sache, die mir bei ihm aufgefallen war, ist, dass er nichts getrunken, nichts gegessen hat. Hier steht zwar, er hat in einem legendären Dining Room diniert, aber er steht nicht, dass er irgendwas gegessen hat. Das fand ich komisch. Aber ja, an sich ist er sonst nicht wirklich auffällig. Vielleicht habe ich aber auch den falschen rausgesucht. Na gut, also haben wir noch Stukos Dastoldela. Der hat noch gar keinen Namen gehabt, den müsste ich schnell finden können. Genau der da. Ein Käsemacher. Zum Beispiel er hier. Er hat 12 Kinder. Ist aber auch schon 58, 85. Und er hat sehr viele Gildenmitgliedschaften. Also er wäre für mich ein recht guter Kandidat. Außerdem hat er recht wenig positive Gedanken hier oben. Und da hat nichts was von mit Essen zu tun oder mit Trinken. Gucken wir mal, ob noch irgendwas hierbei ist. Charaktereigenschaften sagen eigentlich nicht so viel aus. Wonach ich auch noch gesucht hätte, wäre sowas wie hat seit Jahren kein Alkohol mehr getrunken oder könnte wirklich mal was zu trinken gebrauchen. Das sind auch solche Sachen, wo man das ganz gut erkennen kann. Also ja, das ist momentan mein Spitzenkandidat. Und da der noch keinen Namen hat, bist du jetzt VY? Du bist Verdächtiger Nummer 1. Ja, das fällt auf. Sehr gut. Den kriege ich in meiner Liste schon mal ein. Auf den behalten wir ein Auge. Und Haula Arenos. Der müsste dann auch irgendwo hier unten sein. Arenos? Ne, hier sind die Kinder. Eine Sache, die ich mir auch überlegt hatte, also nicht unbedingt für dieses Fort, aber für irgendein Fun-Fort später vielleicht mal, man kann ein ganzes Fort aus Vampiren machen. Ist zwar recht aufwendig, aber der Riesenvorteil davon ist, Vampire müssen nichts trinken, die müssen nichts essen, die schlafen nicht, die drehen niemals durch. Das ist eigentlich perfekt für ein Fort. Aber ja, Haula Arnos, Haula. Doch so weit oben? Hier sind jetzt ein Hammerzwerge. Und das sind ja auch primär eigentlich alle unsere alten Zwerge. Es wird irgendein neuer Zuwanderer gewesen sein. Sonst hätten wir schon viel früher was gehabt. Also wir hatten zwar ganz am Anfang mal den Verdacht auf einen Vampir, aber das waren wahrscheinlich nur irgendwelche Tiere, die gestorben waren und wir erst nachträglich gefunden haben. Weil das wäre krass, wenn der so lange hier drin gewesen wäre. Ich finde den Arenos nicht. Gibt es nicht eine Suchfunktion?
Na komm, ich gehe nochmal ganz gut Schritt für Schritt durch. Tipp, 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 tipp. Seewort? Nein, da ist Verdächtiger Nummer 1. Hier kommen die ganz mit einem Namen. Ich denke mal, er hat einfach gar keinen Namen, keinen von uns gegebenen Namen. Van Azul. Arenos. Ah, das ist doch einer. Das ist einer von uns. Das ist ein Zuschauer. Ah, mal gucken. Also. Er hat in einem legendären Dining Room gegessen. Das wäre schon mal was dagegen. Aber es ist keine Nachricht über Essen oder Trinken hier. Was keinen wirklichen Sinn macht, denn all unser Essen ist eigentlich legendär oder extravagant oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn er gegessen hat, müsste er eigentlich auch eine Essensnachricht hier haben. Hat er aber nicht. Außerdem hat er ebenfalls 13 Kinder, ein paar Mitgliedschaften und hat keine Nase. Also, das ist nicht wirklich ein Grund, aber ja. Den kriege ich mir auf jeden Fall auch nochmal ein. Und den benenne ich auch gleich mal um. VY P Verdächtig. Na komm schon. Verdächtiger Nummer 2. So. Der Haken ist nur, ich kann jetzt nicht wirklich irgendwas machen. Also theoretisch könnte ich sie den ganzen Tag über verfolgen und gucken, ob sie irgendwann mal in so ein Kämmerlein hier reinlaufen, wo irgendein Zwerg schläft und dann, ja. Dann muss auch noch ein anderer Zwerg zugegen sein, um das Ganze zu beobachten. Und dann wissen wir wirklich vom Justice-System her, das ist ein Vampir und dann können wir da Maßnahmen ergreifen. Ich könnte natürlich auch rausfinden, wer es ist, durch langes Beobachten und dann einfach diesen Zwergen irgendwo einmauern, dass er nichts mehr machen kann. Verhungern kann er ja nicht. Und das ist dann auch ganz praktisch. Zum Beispiel könnten wir ihn hier einmauern bei den ganzen Schaltern und dann, wenn irgendein Schalter gedrückt wird, dann drückt ihr ihn halt. Wirklich meckern oder durchdrehen kann er ja nicht als Vampir. Das ist schon mal ganz praktisch. So, aber jetzt gucken wir mal ganz kurz hier bei den verrotteten Sachen. Genau, die müssen nämlich alle geclaimed werden. Warum auch immer die nicht geclaimed waren. So. Also ja, zwei mögliche Verdächtige. Auch wenn wir nicht wirklich viel machen können. Unten wird wahrscheinlich immer noch aufgeräumt werden. Also will ich auch noch keine neuen Goblins runterschmeißen. Ja, sind alle am Werkeln. Na gut, dann channeln wir hier unten ein wenig weiter. Jedenfalls ein bisschen Kleinkram, damit wir irgendwann hier auch mal fertig werden. So, das auch noch. Allgemein haben wir noch recht viele Miner-Befehle, die keiner macht. Okay, wir machen auch nicht besonders häufig das Spiel aktiv. Ich pausiere viel zu häufig. Und der Stockpile ist schon wieder fast voll. Das ist jetzt der Furniture-Stockpile. Also Furniture-Stockpile, Knochen, Finished Goods-Stockpile. Der hat immer noch keine Bins bekommen. Und der Stockpile wird noch gar nicht benutzt. Den hatten wir aber schon zugeordnet, ne? Ja, haben wir letzte Folge gemacht. Sehr gut. No. Und der Durchgedrehte hat alle Sachen gefunden, die er braucht. Das ist doch schon mal schön. Also, er ist noch nicht durchgedreht, aber er hätte durchdrehen können, hätte er sie nicht gefunden. Noch eine Taktik wäre auch, ich würde jetzt alle Zwerge in einem riesigen Zimmer schlafen lassen. Dann wird der Vampir zwangsläufig irgendwann entdeckt. Aber ich habe mir gerade so viel Mühe gemacht mit den ganzen Betten hier. Das will ich nicht. Und so schlimm ist es ja auch nicht, wenn ab und an mal ein Zwerg stirbt. Komm. Das lassen wir jetzt erstmal so weiterlaufen. Die Stockpile sehen langsam ganz gut aus. Wird momentan irgendwas produziert? Ja, ist alles in der Liste drin, aber es macht gerade keiner. Also dass wenigstens die Chatblöcke hier alle reinsortiert werden. Oh, wer bist denn du? Ach, du bist unser Champion. Ah, das ist okay.
wollte gerade sagen, dieses gelbe Bild da von dem Zwerg kannte ich noch gar nicht. So, hoch, 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 hoch. Hier sind die Masons auch noch am werkeln. Stimmt, wir haben noch eine recht große Sicherheitslücke hier, ne? Das Ding hier oben. Girgon hat was gebannt. Und ein Mandat. Ja, mach einen Crossbow. Bone. Crossbow 1. So. Also ja, die Sicherheitslücke hier ist nicht so toll. Das Einzige, was Flieger davon abhält, bei uns reinzukommen, ist die Tür. Und ich weiß nicht, inwiefern Flieger Türen aufmachen können. Letztes Mal, als dieser komische, rüsselartige Fliegeviech da war, der ist einfach nur hier drüber schwebt einfach hier drüber. Und ist dann erst reingekommen, als wir die Türen aufgemacht haben. Wir sollten auf jeden Fall noch Hatches hier hinbauen. Also so eine Art Deckel. Gucken wir mal. Floor Hatch. Haben wir so noch welche von? Das passt doch. Granit, Granit, Granit. Sehr gut. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber jedes bisschen hilft. Warum blinken die Fässer da? Ha. Was haben wir da Schönes? Eine Tower Cap Krone. Also eine Holzkrone. So. Dies ist eine Tower Cap Krone. Dekoriert mit Hundeknochen und umringt mit Bändern aus Tower Cap. Und Rectangula Pyro. Irgendwelche Cabochons, wieder irgendwelche Deko-Sache. Dieses Objekt hat Stacheln aus Tower Cap. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Gosru Cleanback, dem Goblin. Und Tigbo Rikedin, den Menschen. Alles aus Tower Cap. Tigbo, also der Mensch, schlägt den Goblin nieder. Das Kunstwerk bezieht sich auf die Tötung des Goblins durch den Menschen. In den Violent Hills. Davon haben wir jetzt auch schon öfters gehört. Da war dieser eine komische Löwe auch. Ja, also Mensch schlägt einen Goblin tot. Okay. Aber schön, dass wir eine neue Krone haben. Sogar mit Hundeknochen. Oh, und die Goldstraße da unten ist fertig. Dann muss nur noch dieser Silberbolzen da weg. Und dann können wir doch weiter basteln. Sehr gut. Runter, runter, runter. Runter, 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 runter. Kurz gucken, ob bei Geogon inzwischen die Artefakte angekommen sind. Was haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5 Artefakte. Ah, stimmt eigentlich. Die Artefakte sind ja nicht nur Finished Goods. Das sind ja teilweise auch Möbel. Das sollten wir nochmal kurz ändern. Wir hätten gerne Furniture enabled. Und zwar nur Artefakte. Müssen wir jetzt noch in jedem anderen Furniture-Stockpile die Artefakte wieder ausstellen. Also Furniture-Stockpile war hier unten. Der da. Furniture. Artefakt raus. Artefakt raus. Und wenn wir später links und rechts auch noch Stockpiles hin machen für Furniture, müssen die halt auch diese Einstellung haben. Okay. Gut. Eigentlich wollte ich aber runtergucken zu den Goblins. Ob das da inzwischen alles soweit okay ist. Die Sachen sind alle verboten. Ja, nee, komm, die können aber erstmal verboten bleiben. Da kommt noch gleich noch so viel Zeug dazu. Das heißt, wir machen jetzt die Tür wieder zu. L.O. Und schmeißen ganz, ganz viele Goblins darunter. Oh, Migranten treffen ein. Nicht ernsthaft, oder? Also, wir hatten eben gerade noch 145 Zwerge. Das weiß ich so genau, weil ich alle durchgucken musste. Und wo treffen die jetzt ein? Er hat mich hierhin teleportiert. Ich sehe hier aber am Rand nirgendwo Zwerge. Vielleicht eine Etage tiefer? Ah ja, eine Etage tiefer. Da kommen sie an. Ah, gucken wir mal. Ich hoffe mal, es sind nicht zu viele.
Weil wenn es zu viele sind, dann haben wir irgendwann... Oh, sie kommen nicht rein. Okay. Wenn es zu viele sind, dann werden neue Features freigeschaltet. Und die haben dann recht garstige Nebeneffekte. Also sowas wie, die Sieges sind gleich 3-4 Mal so groß und es kommen mehr fliegende Viecher und dergleichen. Ist alles nicht so toll. So, der Weg ist frei. Komischer Migrant. Da bleibt er immer noch stehen. 4, 5, Kind, 6. Und seine Katze ist tot, sehr schön. Da scheinen ein paar mehr zu sein. Ich bin mal neugierig, ich drücke einfach mal auf U. 153 Zwerge. Also nur 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind das jetzt schon. Also irgendwie stimmt die Einheitenliste da nicht so ganz. 156. 157. Ah, okay, die wird immer nach und nach erst aktualisiert. Ich weiß es beim Dwarf Therapist, wenn man das da einmal neu lädt, dann weiß der Therapist schon, wie viele kommen werden, was ein wenig irritierend ist. Aber ja, scheint ja eine gute Anzahl zu sein. Das heißt, mit etwas Glück, Pech haben wir bald einen König. Oh, du bist aber ganz schön flink. Du bist da auch ein Vampir. Z, Enter. Nee, siehst okay aus. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Jedes Mal, wenn neue Migranten kommen, alle einmal kurz durchchecken, ob da irgendjemand 300 Kinder hat oder so. Und den dann gleich aussperren. Boah, das werden immer mehr. Ich denke mal, wir kommen jetzt auf die 200 Einheiten. 172. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Und so tierisch viele Kinder dabei. So, jetzt ist Ende. Oh, das ist gut. Das müsste jetzt im 80er-Bereich rum sein. 178. Ja, sehr schön. Also diese Migrantenwelle war noch nicht groß genug, um was Besonderes auszulösen. Auch wenn wir jetzt noch mehr Leute haben, die alle Zimmer brauchen und essen und was weiß ich. Aber das ist ja okay. Damit kann man leben. So, ich wollte jetzt eigentlich noch vor dem Ende der Pause neue Goblins runterschmeißen. Da. Habe ich gerade Ende der Pause oder Ende der Folge gesagt? Oh Mann, es ist echt zu spät. So, Goblins. Goblin. Ganz viele Goblins. Aha. Und komischerweise ist dieser Bug nicht wieder aufgetreten. Ach, die Trottelüten auch alle. Also der Bug, dass wenn ein Goblin auf dem anderen landet, der auf dem anderen Landende keinen Schaden bekommt. So, das soll erstmal reichen. So. 85 Leute, die nichts zu tun haben. Oh weia. Na gut, Brücke kann wieder hoch, richtig? Alle drin? Ja. Brücke hoch. So. Sehr gut. Also nächste Folge fliegen die ganzen Goblins runter und wir können mal gucken, ob wir die ganzen Migranten umbenennen. Und dann räumen wir unten nach den Goblins wieder auf. Ja, das klingt nach einem guten Plan.